Also, schön, dass ihr da seid und schön, dass du eingeschaltet hast. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt plötzlicher Wohlstandsverlust und wie man ihn verhindert. Plötzlicher Wohlstandsverlust. Du bist hier oben wohlstandsmäßig, bist du hier unten wohlstandsmäßig. War jetzt nicht abgesprochen, aber der Stefan hat mir einen Ausdruck mitgebracht von einem Artikel. Am Mittwochmorgen war es so, dass die Bahn, die Deutsche Bahn, Güterzüge hat stehen lassen müssen. Güterzüge blieben stehen, konnten nicht fahren. Warum? Weil es keinen Strom für sie gab. Und der Grund war jetzt nicht der Krieg von Herrn Putin in der Ukraine oder irgendwie sowas, sondern weil ganz einfach die Kraftwerke nicht da waren. Bestimmte Kraftwerke wurden gewartet, ein anderes wurde abgeschaltet. Und wir wissen ja, Atomkraftwerke und andere Kraftwerke wurden letztes Jahr, am Ende letzten Jahres, mitten im Winter, massiv abgeschaltet. Und jetzt hatten sie nicht genug Strom. Jetzt pass mal auf. Wenn ein Güterzug nicht pünktlich ankommt, können die Güter, die er transportiert, auch nicht ausgeliefert werden. Wenn die Güter nicht ausgeliefert werden, bedeutet das, dass die Regale leer bleiben. Das bedeutet außerdem, dass das Wenige, das noch da ist, im Preis sofort steigt. Weil je mehr man was braucht und je weniger es davon gibt, desto höher wird der Preis, desto mehr steigt der Preis. Okay? Das ist so eine Sache. Wir erleben also gerade, dass wir hier in Deutschland von einer Wohlstandsstufe auf eine andere absteigen. In der Finanzwelt, die englischsprachig ist, spricht man von Deutschland bereits von einem newly descending oder newly declining country. Ein seit neuestem absteigendes Land. So werden wir bereits klassifiziert jetzt im Moment. Ich habe mir gedacht, deswegen spreche ich heute mal über plötzlichen Wohlstandsverlust. Wenn du jetzt von jetzt auf sofort wumms auf einer neuen Ebene bist, mit der du so nicht zurechtkommst. Oder die neue ist für dich, sehen wir es mal so. Lass mich mal so anfangen jetzt. Ich beginne mal mit Offenbarung Kapitel 22, Vers 12. Da steht ein Vers drinnen, der diese ganzen Dinge, der plötzlichen Wohlstandsverlust relativiert. Denn die Zeit hier ist kurz, die Ewigkeit ist lang. Die Zeit hier unten auf der Erde ist für uns nur eine Vorbereitungszeit für die Ewigkeit, ihr Lieben. Es ist ungefähr so, wie wenn wir jetzt im Bauch der Mutter wären und irgendwann werden wir geboren und fangen dann mit dem eigentlichen Leben an. Okay? Eines Tages wirst du diese Erde hier verlassen, jeder einzelne von uns. Und dann zeigt sich, wo du hingehst. Und dann werden all die Dinge, am Ende deines Lebens, werden all die Dinge, die dir hier unten so wichtig waren, plötzlich relativ wichtig. Die werden plötzlich unwichtig. Und andere Dinge werden wichtig. Und da setzt Jesus an. Er sagt in Offenbarung Kapitel 22, Vers 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Jesus kommt wieder und er kommt nicht allein. Er bringt seinen Lohn mit sich, um einem jeden zu vergelten, auszubezahlen, wie sein Werk ist. Genau. Du sagst jetzt aber, Pastor, wir sind doch aus Gnade gerettet. Aus Gnade sind wir doch gerettet. Durch Glauben, da haben wir doch nichts dazu getan. Das ist richtig. Was hast du dazu getan, dass Jesus vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen ist? Exakt genau nichts. Du warst noch nicht auf der Welt. Okay? Du warst noch kein Schimmer in den Augen deines Urgroßvaters. Okay? War alles noch nicht da. Du hast nichts dafür getan. Gott hat dir das vorbereitet, dass du das Erlösungswerk Christi, wenn es mal soweit ist, dann mit dem Bekanntschaft schließt und dass du dich dann bekehren kannst. Dir wird die Erlösung geschenkt. Der Himmel wird dir geschenkt. Er kostet dich nichts. Er hat Jesus alles geschenkt. Er hat Jesus alles gekostet und dir wird alles geschenkt. Das ist richtig. Du kannst dir deine Erlösung nicht erkaufen. Epheser Kapitel 2. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Aber, sag mal aber. Aber das ist ja nicht alles, was da steht. In Kapitel 2, Vers 10 steht nämlich noch was. Wir sind, heißt es da, Gottes Gebilde, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher für uns bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. So, du bist aus Gnade gerettet, und das hat dich nichts gekostet. Aber du bist gerettet, um Werke zu tun. Okay? Du wirst nicht gerettet durch das Tun guter Werke, aber du bist gerettet, um jetzt gute Werke zu tun. Und die tust du nicht umsonst, sondern Jesus kommt eines Tages, und er kommt nicht allein, sondern sein Lohn kommt mit ihm. Du wirst von Jesus belohnt werden. Und wer möchte da gut abschneiden?
Okay, dann drehe ich mal zu deinem Nachbarn und sage, jetzt ist die Zeit, gute Sachen zu machen. Jetzt ist die Zeit, sich nützlich zu machen, angenehm zu sein. Jetzt ist die Zeit, weil eines Tages wirst du vor ihm stehen und dann ist es zu spät. Na, dann wird der Engel dastehen, wird die Bücher aufmachen, steht dann dein Name drauf und dann spätestens dann wird dein Herz pumpern, ja, und du wirst schlucken und du wirst dir denken, Mensch, hätte ich doch damals, ja, wäre ich doch nicht so und so. Aber dann ist es zu spät. Jetzt hast du die Gelegenheit, umzukehren und es richtig zu machen. Danke für das donnernde Amen, aber es stimmt trotzdem. Amen. Okay. Paulus sagt es im 2. Korinther Kapitel 5. Er sagt, wir alle müssen eines Tages vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Das heißt, wir müssen dort auftauchen, um dort zu empfangen, was wir im Leib vollbracht haben. Wer will gut abschneiden? Ja, die meisten, okay, alles klar. Die anderen, die haben noch nicht verkraftet, dass so eine Zeitumstellung war. Nehme ich mal an, ja. Weil wir sind jetzt alle eine Stunde früher dran, auch ich, ne? Ich merke das auch, ich sag's euch. Naja, ist nicht so schlimm. Okay, und dann noch was. Aber ich sag's euch jetzt gleich. Und zwar im 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Da sagt Paulus, die Verse 9 bis 10, 15 sind interessant für uns. Paulus sagt, wir alle haben ein Fundament, ein Glaubensfundament und das ist Jesus. Okay? Das ist das Neue Testament, die Bibel, das Glaubensfundament ist Jesus. Als du dich zu Jesus bekehrt hast, als du spätestens getauft worden bist, hast du dich für einen bestimmten Lebensstil entschieden. Okay? Und zwar einen christlichen Lebensstil. Das bedeutet, du lügst jetzt nicht mehr. Das bedeutet, du stiehlst jetzt nicht mehr. Das bedeutet, du erzählst dir nicht mehr die Story vom Pferd, sondern du bleibst bei der Wahrheit. Okay? Du hurst auch nicht mehr rum, jeden Samstagabend. Sondern du hast eine Frau und wenn du mit ihr zusammenlebst, dann hast du die geheiratet. Danke für das Amen. Jetzt hat jemand Amen gesagt. Hey, wow. Ihr seid mit mir. Super. Dabei. Prima. Okay? Du hast jetzt... Schau, du kriegst einen Lohn dafür. Du kriegst einen Lohn dafür, dass du einen bestimmten Lebensstil lebst. Und dieser Lebensstil ist der christliche. Wenn du den nicht lebst, dann schaut es anders aus. Ja. Wir schauen gleich ein Paar an, das einen plötzlichen Wohlstandsverlust erlebt hat. Aber es heißt auch im Wort Gottes ganz, ganz klar, an bestimmten Stellen, dass bestimmte Leute das Reich Gottes nicht erben werden. Okay? Und das fängt an mit Unzüchtigen, mit Unreinen, mit Tieren, mit Trunkenbolden und so weiter und so fort. Es geht weiter mit Weichlingen, das sind effeminierte Homosexuelle, mit Knabenschändern, das sind die männlichen, ja, die Aktiven und so weiter. Die werden das Reich Gottes nicht erben, heißt es im Wort Gottes tatsächlich. Hab da nicht ich hingeschrieben, sondern steht in der Bibel, hat Gott so gemacht. So, das ist also der Lebensstil, den du hinter dir lässt, wenn du belohnt werden willst von Gott. Mensch, mir föhnst du das Haar zurück vor den lauten Amens. Ne? Ist so. Da habe ich jetzt nicht die Zeit, drauf in der Tiefe einzugehen. Ich wollte es nur gesagt haben, unbedingt. Übrigens noch was, weil ich gerade dran denke. In der Offenbarung Kapitel 21, Vers 9, da steht was vom neuen Jerusalem. Kennt ihr das? Neue Jerusalem ist die Stadt Gottes, die aus dem Himmel auf die Erde herabkommt. Und dort hat der Herr eine Wohnung, ein Haus in dieser Stadt, hat er eine Wohnung, ein Haus für dich vorbereitet. Wer freut sich auf sein Haus? Ne? Johannes 14,2, dort sagt er, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und es ist genau diese Stätte, das ist diese Stadt, das ist Neue Jerusalem. Und jetzt pass auf, diese Stadt ist so lang, wie sie breit, wie sie hoch ist. Kein Witz, so lang, so breit, 12.000 Stadien. Lang, breit, hoch. Schaut aus wie ein Würfel, ist eine 12.000 Stadien, also mehrere 100 Kilometer hohe Stadtmauer? Ist anders. Das Ding sieht aus wie eine Pyramide. Es gibt verschiedene Level. Und ganz oben wohnt Gott. Und drunter diejenigen, die ihm im Leben am nächsten waren, am meisten für ihn gelebt haben. Und drunter die anderen, die auch fast so sehr für ihn gelebt haben. Und so weiter, bis dann ganz unten die eigentliche Stadt kommt, in der alle möglichen Leute drin wohnen, auch die, die es gerade noch so in der Stunde ihres Todes geschafft haben und den Herrn gebeten haben, sie aufzunehmen in sein Reich, wie der Räuber am Kreuz, wenn ihr euch erinnert. Na, der hing dort und hat gesagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, no sweat, also
mach dir keinen Kopf, du bist mit dabei. Du wirst mit mir im Paradies sein, sagt Jesus. Und der Mann, der hing am Kreuz, immerhin ein Räuber, ein verurteilter Verbrecher, der konnte keine guten Taten mehr tun, der konnte keinen rechtschaffenen Lebenswandel mehr führen, okay, weil er nämlich angenagelte Füße hatte und angenagelte Hände. Der konnte nur noch um Gnade bitten und er hat sie bekommen. Er konnte keine guten Werke mehr tun. Wo gehen die hin? Die sind auch im Himmel natürlich, aber die sind diejenigen, die dann halt in relativer Ferne von Gott sind. Die sind dann halt diejenigen, die den Rest der Stadt bevölkern. Aber hör mal, ich persönlich, ja, ich nehme das ernst, ich möchte so weit wie möglich oben sein. Ja, so nah am Herrn wie möglich, sodass ich am besten so einen Herzschlag durch die Wand höre. Ja, das wäre mir gerade so recht. Das kostet was. Das kostet was. Das kostet Gehorsam. Gehorsam dem geoffenbarten Wort Gottes und außerdem noch kostet es einen gewissen Lebensstil. Und Leute, das ist gar nicht so einfach immer. Hast du auch schon gemerkt, ich sage dir da nichts Neues. Ne? Aber ich habe mir gedacht, sage ich dir jetzt mal. Es geht um plötzlichen Wohlstandsverlust. Schau, jetzt hier auf der Erde kann es sein, dass die Wirtschaft einbricht, dass die Regierung so brillant ist, dass tatsächlich Güterzüge nicht mehr fahren können. Oder was habe ich jetzt gelesen gestern? Ich habe es meiner Frau erwähnt. Da habe ich gelesen, dass der Wirtschaftsminister sich jetzt schon freut, dass man aus der Abhängigkeit vom russischen Gas weggekommen ist. Und wir sind schon 50% dieser Last sind wir schon los. Und der Journalist, das war ein wacher Journalist, der hat festgestellt, dass da jetzt kein Ersatzgas kommt, sondern dass die ganz einfach die Verträge nicht verlängert haben. Habt ihr das gehört? Es bedeutet, dass dann halt kein Gas mehr kommt. Und da freuen die sich und sagen, wir sind jetzt unabhängig vom russischen Gas. Leute, das ist, du bist vollkommen unabhängig davon, wenn du den Hahn ganz abdrehst. Plötzlicher Wohlstandsverlust. Also da muss man erst mal drauf kommen, als Politiker muss man da erst mal drauf kommen. Ja, ich verkaufe das den Leuten als Fortschritt. Wisst ihr, Solarpaneele und diese ganzen Dinge, das ist alles wunderbar. Nur in der Nacht scheint keine Sonne. Und im Winter zum ganz großen Teil auch nicht. Und außerdem habe ich gehört von Leuten, die sich mit diesen Dingen auskennen, dass es 18 Jahre dauert, bis du den Strom wieder drin hast, den es braucht, um eine Solarpaneele herzustellen. Du sagst, das ist nicht so wichtig, das wird in China hergestellt. Das ist Augenauswischerei, ihr Lieben. Okay. Oder was magst du? Schau, was magst du, wenn der Wind nicht weht und du hast als Energiequelle nur Propeller? Nur Vogelschredder, ihr wisst schon, Windmühlen. Okay, wenn das der Fortschritt ist, ihr Lieben, dann sage ich euch das. Wir werden auf einen plötzlichen Wohlstandsverlust zusteuern, der sich gewaschen hat. Schau, mich nervt es ja ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon dabei bin, ein bisschen zu nörgeln hier, ja. Wenn Leute anfangen zu schwafeln von so Sachen wie Konsumterror. Ja, schau, ich komme noch aus der Zeit, da gab es 3 Fernsehprogramme. Heute gibt es 300. Okay? Oder so ähnlich. 3. Ich kann mich noch an meinen Vater erinnern, der von der Arbeit heimkam, dann im Unterhemd da saß und die Zeitung gelesen hat. Fernsehzeitung, ihr wisst schon. Ja, was kommt noch da? Auf dem Reportage über was nicht interessiert und da was nicht interessiert. Problemfilm. Mein Vater hat gemeint, Problemfilm, ich will keinen Problemfilm sehen, ich will unterhalten werden. Genau. Schau, der wurde damals nicht vom Konsumterror, von den vielen Wahlmöglichkeiten ausgebremst und überfallen, sondern von den wenigen Möglichkeiten. Es ist gut, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Ist so. Ich komme noch aus der Zeit. So alt bin ich schon, da hat es nur die Telekom gegeben. Da war ein Telefongespräch nach Amerika teuer. Super teuer, die Minute 3,50 Mark. Na? Hallo Liebling, ich liebe dich auch, klack. Ja, die Liebe musst du dir da leisten können, verstehst du? Und heute hast du alle möglichen Anbieter und was kostet das jetzt, einen halben Cent oder manchmal 2 Cent? Na, meine Frau, die telefoniert mit ihrer Mutter in den Vereinigten Staaten stundenlang. Und wisst ihr was, ich lache nur, weil wir nicht mehr bei der Telekom nur sind. So, das ist nicht, wisst ihr, Konsumterror, nur weil ich die Wahlmöglichkeiten habe zwischen vielen Möglichkeiten. Lieben, es ist kein Terror, es zwingt dich keiner dazu, was zu kaufen. Also schwafel nicht von Konsumterror, sei froh, dass es was gibt.
dass es nicht nur verstrumpelte kleine Äpfel gibt, sondern alle möglichen, von allen möglichen Ländern her. Danke für das Amen, aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich, ja? Also Freihandel und diese Dinge sind gut. Okay, also wir sprechen über einen plötzlichen Wohlstandsverlust und wie man ihn verhindert. Zunächst einmal, du kannst nicht alles verhindern offensichtlich. Und vor allem, der eigentliche Wohlstand ist ja der, der dir gegeben wird, wenn du vor dem Herrn stehst. Da hast du dann ein weißes Gewand an und sonst nichts mehr. Haus, Hof, Konto in den Cayman Islands. Ja, all dieses Zeugs ist alles weg, konntest du alles vergessen, ist alles nicht mehr da, es sind nur noch der Herr und du und das offene Buch. Und was spielt die Band dann? Spielt die Blues, spielt sie Jazz oder spielt sie Gospel? Ist viel freundlicher und heller. Ja? Oh Mann. So, und da sagt er dann, ja, okay, gut. Und dann gibt er dir deinen Lohn und den kann dir niemand, diesen Wohlstand kann dir niemand mehr nehmen. Diesen Wohlstand kann dir kein Politiker, kein Mensch, kein Räuber, kein Dieb, niemand mehr nehmen. Niemand mehr. Deswegen kommt es darauf an, dass wir unser Leben richtig leben. Amen. Okay. Und schau, die Sache ist jetzt die. Manchmal ist es so, dass der Herr Leute nicht erst in der Zukunft, wenn er kommt, belohnt, sondern jetzt schon in diesem Leben segnet. Sie auf einen grünen Zweig kommen lässt und ihnen Lohn gibt. Und es gibt es auch, dass Gott dir jetzt schon, wenn du ordentlich böse bist, entsprechend dazwischen grätscht und dann plötzlich gedemütigt wieder abziehen musst und deine Ziele nicht erreicht hast. Okay, so in anderen Worten, es gibt auch, dass der Herr uns hier belohnt und hier straft, auf der Erde. Und ich möchte, dass du belohnt wirst, auch hier auf der Erde, dass du gesegnet bist und nicht bestraft wirst. Und du wahrscheinlich auch, ne? Amen, okay. So deswegen müssen wir uns darauf einigen. Du musst einen christlichen Lebenswandel pflegen. Dazu hast du dich vom Herrn verpflichtet und es kommt auch gut an bei ihm zum Schluss. Du bist hinterher froh, wenn du richtig gelebt hast. Denn nur dann, schau, wenn du so lebst, öffnen sich dir Türen, die dir ansonsten, wenn du eigentlich wirklich lebst, verschlossen bleiben. Nur dann, wenn du jemand bist, der mit Gott rechnet, der ein Lobpreiser ist, der an Gott glaubt, der sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, auch wenn er in der Wüste sitzt. Ja, der trotzdem seinen Glauben nicht verliert, auch wenn die ganze Welt gegen ihn ist. Schau, den wird der Herr zum Schluss segnen, dem wird der Herr Türen auftun, dem wird der Herr Augen geben, dass sie Chancen, Gelegenheiten, Möglichkeiten sehen, die andere nicht sehen. Dein Leben verläuft schlicht und einfach besser unter dem Segen, unter der Hand des Herrn. So demütig dich unter seine Hand, damit er dich erhöht zur rechten Zeit. Amen. Okay, aber jetzt lasst uns mal rübergehen zur ersten Mose. Also wir waren jetzt im letzten Buch der Bibel, Offenbarung, jetzt gehen wir zum ersten Buch der Bibel, nämlich zum ersten Mose, Genesis, zu Kapitel 21. Da finden wir ein Paar, das fortgeschickt wurde von Abraham aus seinem reichen Umfeld. Ich spreche von, pass mal auf, ich spreche von den beiden hier. Könnt ihr das sehen? Wer ist das hier? Das sind Hagar, die Magd Abrahams, und ihr Sohn Ishmael. Und ist nämlich so gewesen, dass eines Tages Abraham früh aufgewacht ist und zu seiner Dienerin Hagar gesagt hat, Hagar, Ishmael, ihr Sohn, auch sein Sohn, die hatten nämlich was miteinander, das war mal seine Nebenfrau, bevor sie dann wieder herabgestuft wurde zur Magd. Die beiden hat auf jeden Fall Abraham hergenommen eines frühen Morgens, hat ihnen Brot gegeben und Wasser und hat sie fortgeschickt. Hat gesagt, auf Wiederschauen, geht weg mit euch. Gott hat zu mir gesagt, ich soll euch wegschicken. Mir bricht das Herz, Ishmael, du bist mein Sohn, Hagar, ich mag dich, du weißt es, wir haben Stunden miteinander verlebt. Aber jetzt ist die Zeit, da müsst ihr gehen. Ich entlasse euch jetzt. Und er wohnt in Beersheba, da gibt es eine Quelle und um ihn herum ist die Wüste. Er schickt jetzt Hagar, seine ehemalige zweite Ehefrau, und seinen Sohn Ishmael in die Wüste.
Schau, es ist für die beiden ein krasser Wohlstandsverlust. Die sind bisher in der Früh aufgewacht, vor allem Ismael. Schau, Ismael war ja lange Zeit der einzige Sohn, 14 Jahre lang der einzige Sohn seines Vaters Abraham. Ismael war sein Liebling. Ismael rauf, Ismael runter. Ismael, wie geht's denn, Ismael? Der konnte ihm keinen Wunsch von den abschlagen. Der hat ihm jeden Wunsch von den Lippen von den Augen abgelesen. Er war die Hauptattraktion im Leben von Abraham. Und jetzt wurde er fortgeschickt. Und auch Hagar. Hagar, die einst ja eine sehr privilegierte Person war. Die war Ägypterin, als solche kultiviert. Ägypten war also das kultivierteste Land seiner Zeit. Unter diesen Nomaden dort. Abraham und Sarah, seine Frau, die waren mal in Ägypten und dort haben sie vom Pharao dann unter anderem dieses Mädchen geschenkt bekommen. So waren die damals, ja, Sklaverei und so weiter. Und jetzt war die also im Haushalt mit dabei. Und die hat am Luxus von Abraham, der war ein reicher Mann, am Luxus von Abrahams Haus teilgehabt. Sie hat zwar in der Marktkammer gewohnt, aber da war es luxuriös. Okay, weil es waren, wie gesagt, wohlhabende Menschen. Und sie hat in der Küche und im Haus gearbeitet, sie war also richtig privilegiert. Sie hat morgens nicht Brot und Wasser gegessen, sondern sie hat Brötchen mit Aufstrich und verdünnten Wein getrunken, Brötchen und Wein. Und jetzt schickt sie Abraham einfach fort mit Brot und Wasser, nicht mehr Brötchen und Wein, Brot und Wasser. Was ist denn hier los? Warum macht Abraham das? Der bricht sich selber das Herz, der bricht das Herz von der Frau und von seinem Sohn erst recht. Es hat natürlich eine Vorgeschichte. Was ist die Vorgeschichte? Okay. Abraham hat noch einen Sohn bekommen, außer Ismael, nämlich den Isaak. Und zwar von seiner eigentlichen Ehefrau Sarah. Und jetzt ist es so eine Sache. Denn Ismael war bisher der Alleinerbe von allem, was der Vater hatte. Und der Vater, wie gesagt, der war ja gespickt. Der war ja reich, ja. Der hatte die schönsten Autos, die größten, die erfolgreiche Firmen. Der hat viele, viele Angestellte gehabt, viele, viele Mitarbeiter. Und er sollte das eines Tages mal erben, ganz klar. Er ist ja der Sohn vom Chef. Und jetzt kommt aber plötzlich noch ein Mini-Chef an, nämlich der Sohn Isaak von der eigentlichen Ehefrau. Und Ismael merkt, oh, jetzt dreht sich plötzlich alles um ihn. Um den Isaak, jetzt ist plötzlich der Kleine der Mittelpunkt. Und Ismael, der eine Natur wie ein Wildesel hat, also es hat Gott zu ihm schon über ihn gesagt, bevor er überhaupt geboren war, der packt es jetzt nicht zurecht. Der findet es jetzt nicht so prickelnd, dass plötzlich er irgendwie nicht mehr im Mittelpunkt steht. Das ist eine narzisstische Kränkung. Plötzlich geht die Tür auf und der Vater kommt rein ins Kinderzimmer, aber der Vater geht nicht mehr auf ihn zu, sondern der Vater geht jetzt auf den Isaak zu. Isaak und Isaak rauf, runter, links und rechts. Isaak, 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 Isaak. Und Ismael denkt sich, ja, und was ist mit mir? Und er wird natürlich neidisch. Er weiß jetzt, er wird nicht erben. Er wird nicht alles erben wenigstens. Damals war es so, dass der Erstgeborene doppelt so viel geerbt hat wie alle anderen. Wenn es zwei Brüder gab, dann hat einer, der Ältere, zwei Drittel geerbt und der andere ein Drittel. Aber das weiß Isaak, Ismael nicht, oder ist es ihm egal, auf jeden Fall, er kommt mit der Situation nicht wirklich gut zurecht. Und jetzt triezt er den Kleineren. Und jetzt kommt eben die Situation, dass Ismael entwöhnt wird. Ismael ist damals vielleicht so, Isaak entwöhnt wird von der Mutterbrust. Ja? Er ist damals also so 2 Jahre alt ungefähr. Damals haben die das ziemlich lang rumgemacht. Und das bedeutet, dass Ismael, sein Halbbruder, jetzt ungefähr 16 ist. Und mit sich selber Probleme hat, ja, in der Pubertät steckt, mit seiner Identität nicht besonders gut zurechtkommt, als quasi Verstoßener, als Nebenperson neben dem Isaak, um den sich jetzt alles dreht. Und jetzt triezt der Ältere den Jüngeren. Ja, sie, während also der Vater ein Fest hier angeleiert hat und die Erwachsenen drinnen sitzen und singen und tanzen und trinken und sich freuen, ja, spielen die Kinder im Hof. Und Ismael und Isaak spielen miteinander. Und der Große sagt zum Kleinen, komm, Kleiner, wir spielen Fangen. Und der Kleine, ihr wisst schon, mit großen Augen, voller Vertrauen seinem großen Bruder gegenüber, rennt ihm hinterher. Und der Große rennt und sagt, komm, komm, Kleiner, komm. Und der Kleine rennt und plötzlich stellt sich der Isaak hin, Ismael hin und
lässt den Kleinen über seinen Fuß stolpern. Und dann liegt er da und ist ganz verdattert. Was ist denn jetzt passiert? Dann nimmt Ismael seinen Bruder hoch und sagt, na, sind wir hingefallen? Och, das tut mir aber leid. Und er schüttelt und rüttelt und macht und tut und er triezt ihn. Und der Kleine merkt plötzlich, hey, dem kann ich nicht wirklich vertrauen. Na, der Kleine, der verliert sein Vertrauen, versteht er, an die Güte der Menschen. Und dann setzt der Ältere den Kleinen wieder ab und haut ihm hinten drauf und sagt, nächstes Mal passt er auf. Und die Hagar, die Mutter vom Großen, steht unter einem Baum im Schatten und sieht, wie der Kleine fällt und lacht auch drüber. Aber es hat noch jemand zugeschaut. Die Mutter des Kleinen, Sarah, die hat aus dem Küchenfenster rausgeschaut, während sie das im Tee gerührt hat, hat gesehen, wie der Ältere den Jüngeren triezt und wie die Hagar, die Mutter dahinter, lacht, als der Kleine umfällt. Sie haut den Löffel in die Spüle, macht die Tür auf und sagt, Abraham, kommst du bitte? Und Abraham merkt den Unterton, weil die sind ja jetzt lange genug verheiratet, ja? 70 Jahre oder was es waren. Oder noch länger. Nein, es sind 80 Jahre, was die zusammen waren. So, er merkt also, was er will. Und er weiß, jetzt muss er also mal zu ihr gehen. Und sie macht die Küchentür zu und sagt zu ihm, schaff diese Magd raus. Und sie tobt und macht, ja. Und er sagt, ja, ist ja langsam. Warum soll die verschwinden? Der Große hat den Kleinen stolpern lassen und überhaupt, und er hat gelacht und überhaupt, ich will nicht, dass die miteinander erben, schaff die raus. Und ihr wisst es ja, happy wife, happy life. Abraham weiß, er mag den Ismael, sein Herz hängt an ihm, ist ja sein Sohn, meine Güte. Und er mag auch die Hagar. Hagar hat auch was. Hagar hat auch, da kann ich jetzt nochmal drauf eingehen, aber die hat auch eine Laufbahn. Ihr müsst es mal nachlesen in Lukas, in 1. Mose Kapitel 16. 1. Mose 16 war es nämlich so gewesen, dass Abraham und Sarah ja ewig lang keine Kinder bekommen konnten. Gott hat aber gesagt, Abraham, du wirst also ganze Völkerschaften in die Welt setzen und so. Und dann wurde er zu alt und Sarah wurde zu alt, um Kinder zu bekommen. Und dann hatte die Sarah die Idee, ihre Magd Hagar, dem Abraham, als Frau zu geben. Auf die Art und Weise kommt Abraham doch noch zu einem Kind. Ist das eigentlich ein Akt der Selbstlosigkeit, der die Frau ziemlich viel gekostet hat? Ja, Abi will einfach unbedingt einen Sohn und ich kann ihm keinen geben, aber das Mädchen ist noch jung. Und Abraham hat sich gedacht, bevor es zu spät ist. Und dann hat er die also geheiratet. Seine Frau hat ihm eine zweite Frau gegeben. So, die ist also von der Magd zur Ehefrau befördert worden. Und dann hat sich alles nur noch um die Hagar gedreht. Ja, und nicht mehr um die Sarah. Das hat die auch nicht so recht gepackt. Dann kaum ging in der Früh die Tür auf und Abraham kam rein, hat er sich um Hagar gekümmert und nicht um Sarah. Hagar, schätz dich. Sarah, geh mal her, leg dir mal die Füße hoch und hol ein Kissen. Siehst du nicht, wie schwer die trägt? An meinem Sohn. Ja. Die schwangere Hagar. Und Hagar, die genießt es natürlich als Ehefrau Nummer zwei. Ja. Und Abraham, sie kommt mit dem Kissen, Sarah. Abraham sagt, doch nicht dieses Kissen, ein richtiges Kissen. Nimm dein eigenes Kissen, das bessere Kissen gibt es nicht. Oh, ihr merkt, was sich da zusammenbraut. Na, und Hagar, der gefällt es ja auch. Und dann sagt sie, ach du, heute Abend, liebe Sarah, übernachtest du mal in der Dienstbotenkammer, weil wir haben was zu besprechen, Abi und ich. Sarah kriegt natürlich so einen Hals, ja. Denkt sich so, wo sind wir denn hier? Und dann unterdrückt sie die Hagar. Und die Hagar läuft davon, vor der Unterdrückung von der Sarah. Das ist alles 1. Mose 16, wollte euch alles eigentlich gar nicht sagen. Aber es passiert was Wichtiges. Auf das werde ich dann doch wieder zurückgekommen. Und zwar, sie läuft davon. Sarah unterdrückt Hagar. Hagar rennt davon. Sie läuft den Weg nach Ägypten, sie ist aus Ägypten. Sie läuft 150 Kilometer nach Ägypten, setzt sich dann endlich hin an einen Brunnen und ist erschöpft und fertig. Und da steht plötzlich jemand neben ihr, der Engel des Herrn, Jesus vor seiner Menschwerdung, und sagt, Hagar, was ist denn los? Wie machst denn du hier? Und sie sagt, ich bin auf der Flucht vor Sarah, meiner Herrin. Schau, sie ist auch befördert worden, Hagar, aber dann ist sie wieder entfördert worden.
Plötzlicher Wohlstandsverlust, plötzlicher Prestigeverlust. Sie ist wieder nur noch Dienerin. Ja. Und der Engel sagt zu ihr, pass mal auf, wir machen das so. Erstens, du kriegst einen Sohn, diesen Sohn nennst du Ismael, weil es nämlich heißt, Gott hört, Gott hört, Gott hört. Gott. Bist du froh, dass Gott hört? Oh Mann, ich bin auch froh, dass Gott hört. Abraham hat natürlich für die Hagar gebetet, deswegen kam der Engel wohl. Auf jeden Fall sagt er, der Sohn heißt Ismael, Gott hört. Er wird ein Naturell haben wie ein Wildesel. Er wird sein wie ein Wildesel. Seine Hand gegen alle, die Hand aller gegen ihn. So ein Typ wird es sein. In anderen Worten, er wird schwer erziehbar sein. Super, oder? Wenn der Gott es sagt, dein Sohn wird schwer erziehbar. Immerhin weißt du, auf was du dich einlässt, wenn er dann kommt. Und erstens und zweitens, geh zurück zu deiner Chefin. Du schmeißt sie einfach hin. Du verlässt sie einfach den Arbeitsplatz. Geh zurück zu deiner Chefin und ordne dich unter. Du wärst gern die Chefin gewesen. Chefin sein ist gar nicht so leicht, Hagar. Geh und ordne dich deiner Chefin unter. Arbeit mit. Halt ab und zu mal die Klappe. Schau, wenn du nicht so arrogant gewesen wärst und nicht so rechthaberisch und nicht so besserwisserisch und nicht so schnöselig und nicht so ätzend, wenn du also einfach gute Werke getan hättest, anstatt anmaßend zu sein, dann wäre dir das alles nicht passiert. Dann wärst du jetzt immer noch die gefeierte Ehefrau Nummer 2 von diesem Herrn Abraham, hättest alle Privilegien. Du bist selber schuld an deinem Elend. Und das trifft viel zu oft zu, dass wir selber schuld sind an unserem Elend. Okay, wenn es nicht weitergeht, wenn wir feststecken und so. So, Hagar macht es. Hagar geht zurück und demütigt sich unter die Hand von Sarah. Und es geht 14 Jahre lang gut, 15 Jahre, 16 Jahre gut, bis Ismael, der Wildesel, dem Gott den Namen gegeben hat. Er hat Johannes den Namen gegeben, er hat Jesus den Namen gegeben. Ja? Und Ismael, also wenigen Leuten, hat Gott den Namen gegeben. Also Gott wollte Ismael und er hat ihn gesegnet. Das halten wir mal fest. Nur weil du ein Kind Gottes bist und nur weil Gott Segen über dich beschlossen hat, heißt nicht, dass du vor plötzlichem Wohlstandsverlust immer verschont bist. Hast du das gehört? Du musst da mitspielen. Du musst da entsprechend ein angenehmes Wesen haben. Du musst ganz einfach gut sein. Ansonsten kann es sein, dass du mal erbmäßig ins Ofenrohr schaust. So wie unser Ismael hier. So, jetzt wissen wir also, warum der dich fortgeschickt hat. Ich denke, das Bild mache ich jetzt wieder weg. Das ist nicht so attraktiv, gell? Das andere war noch schöner. Hopp, geh her. So, da habe ich auch noch ein Bild von den beiden, da sind sie dann versöhnt und alles, aber das machen wir jetzt wieder weg. Ich brauche jetzt einen neutralen Hintergrund hier für meine Ausführungen. Ja, das ist Arbeit, wenn man da die Bilder raussucht und so weiter. Was passt jetzt da und so? Was nervt die Leute nicht zu sehr, wenn man es im Hintergrund hat die ganze Zeit? Amen. Okay, jetzt halten wir einfach mal fest. Dieser Ismael und seine Mutter, die werden entfernt aus der reichen und schönen und qualitativen, luxuriösen Umgebung von Abraham aus eigener Schuld. Hätte Ismael den Isaak nicht getriezt, der Ältere den Kleinen nicht gefoltert, dann könnten sie sich immer noch ihres Segens erfreuen. Hör mal, es ist gut, angenehm zu sein für andere. Du musst nicht immer recht haben. Wenn du immer recht haben musst, dann stimmt was mit dir nicht. Dann fühlst du dich irgendwie so wenig gewertschätzt. Dann hast du ein so kleines Selbstwertgefühl. Ja? Schau, jemand, der in sich ruht, der kann auch mal einen anderen recht haben lassen. Der weiß, wenn er mal die Klappe halten muss. Und der weiß, er ist nicht der Chef, sondern der Chef ist der Chef oder die Chefin ist die Chefin. Schau, die Chefin, die hat dich angeheuert, weil du was kannst, was die Chefin nicht kann. Sarah hat Hagar als Leihmutter sozusagen angeheuert, weil Hagar was konnte, was er nicht kann, was sie Sarah nicht konnte. Das heißt nicht, dass jetzt Hagar die Chefin sein muss. Nee, nun gut. Auf jeden Fall sind die beiden jetzt weg. Überleg dir das mal, stell dir das mal vor. Bisher hast du im Reichtum gelebt, bisher warst du ständig mit teuren Möbeln, mit guten Klamotten, mit gutem Essen, gutem Trinken und so weiter unterwegs. Ja, du hast nicht hart arbeiten müssen körperlich, weil du eine privilegierte Position hattest. Und plötzlich eines Morgens, nachdem du dich wieder einmal unmöglich verhalten hast, kommt plötzlich der Chef und schmeißt dich raus. Er sagt, auf Wiederschauen. Und wie gesagt, um Abraham herum ist die Wüste. Mit Sträuchern und so weiter und so fort. Aber Wüste, Wüste, Wüste. Schau, das ist die Situation eines Chefs, der sich für seine Mitarbeiter verantwortlich fühlt.
aber jetzt jemanden gehen lassen muss, um des Betriebsfriedens willen. Versetzt sich mal in die Lage von Isaak, dem Kleinen. Der lebt, solange Ismael da ist, lebt er immer im Schatten des Größeren, im bedrohlichen Schatten des Größeren. Der Größere ist immer ein bedrohlicher Schatten über ihn. Der wird ihm immer wieder das Bein stellen. Er wird ihn immer wieder auflaufen lassen. Er wird ihm das Leben zur Hölle machen. Und manchmal musst du eben solche Mitarbeiter dann aus deiner Umgebung entfernen, als Chef. Das heißt nicht, dass es leicht ist. Und wenn es dann auch noch jemand ist, an dem du wirklich hängst, zum Beispiel, weil er dein Sohn ist, dann ist es doppelt hart. Das ist hart, furchtbar hart. Und Abraham denkt sich, Mensch, was machen die, wie kommen die ohne mich klar? Wie kommen die ohne mich aus? Bisher haben sie ihr ganzes Leben lang immer gemacht, was ich gesagt habe, mehr oder weniger willig. Und jetzt plötzlich sollen sie ohne mich auskommen? Wie sollen diese Mitarbeiter ohne mich auskommen? Und Gott sagt, lasse gehen. Hör auf, Sarah, hier musst du eine Trennung herbeiführen. Wenn du den Ismael von dem Isaak nicht trennst, dann leidet der Kleine jahrelang unter dem Großen und der wird in seiner Persönlichkeit verdorben, der Kleine. Also, der Störer muss weg. Und der Chef weiß, ja, es ist notwendig, ich muss diesen Mitarbeiter entlassen, aber es ist nicht leicht. Und da sagt Gott, mach da keinen Kopf, die sind immer noch in meiner Hand. Schau, wir fühlen uns manchmal zuständig für Situationen, die wir nicht ändern können. Und als Chef jemanden entlassen zu müssen, obwohl Rezession herrscht, obwohl der wahrscheinlich keinen Job mehr bekommt, das ist hart. Da musst du dann wirklich beten und musst sagen, Herr, ist das wirklich dran? Muss ich das wirklich machen? Schau, ich kenne Chefs, die haben selber weniger verdient, absichtlich, als ihre Mitarbeiter, damit sie ihre Mitarbeiter behalten konnten. Kein Witz. Solche Chefs gibt es auch. Nein, nicht jeder Chef ist ein Ausbeuter. Solche gibt es auch. Aber ich kenne Leute, die sich dreimal überlegen, bevor sie jemanden gehen lassen. Ja, und ich kenne Leute, die haben wirklich selber zurückgesteckt, damit ihre Mitarbeiter Lohn bekommen konnten. Solche Chefs gibt es durchaus. Und so ein Chef war natürlich Abraham. Es ist schwierig, es ist hart, zu sagen, okay, ihr seid jetzt auf euch gestellt. Ich bin mir sicher, als Abraham die Tür zugemacht hat, hat er sich weggedreht und erst mal geweint. Er wollte erst mal keinen um sich herum haben, musste sich erst mal zurückziehen, weil das hart ist. Du brauchst da Glauben dafür, die Leute einfach gehen zu lassen und zu sagen, okay, ich kümmere mich da jetzt nicht mehr drum. Gott muss sich jetzt um diese Kandidaten kümmern. Gott kümmert sich jetzt um die. Nicht mehr ich, sondern Gott. Schwierig. Was macht jetzt die Hagar? Da ging sie hin, Hagar, also ich lese vielleicht Vers 14 auch noch. Abraham machte sich früh am Morgen auf und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der Hagar, legte es auf ihre Schulter und gab ihr auch das Kind und schickte sie fort. Macht die Tür hinter ihr zu und sagt, du gehörst jetzt nicht mehr dazu. Er führt sie quasi bis an die Grenze der Ranch und sagt, du kannst hier nicht mehr weiter bleiben. Und er schickt sie raus. Und was macht sie jetzt? Du hast jetzt Brot in der Hand, du hast Wasser in der Hand und sonst nichts. Nichts, den Buben. Und wie geht es jetzt weiter? Ich würde mal sagen, das ist ein plötzlicher Wohlstandsverlust. Wie geht es jetzt weiter? Sie irrte in der Wüste von Beersheba umher. So wie Adam und Eva um Eden herum geirrt sind. Du musst wissen, sie irrte in der Wüste von Beersheba umher. Beersheba ist der Ort, an dem Abraham sein Zelt aufgeschlagen hat, an dem sich das Dorf Abrahams befindet. Sie irrt in der Wüste drumherum umher. Sie tigert um dieses Lager herum, aber sie kommt nicht mehr hinein. Das ist wie Adam und Eva nach der Austreibung aus Eden. Ja, die schleichen drumherum und schauen rein und abends sehen sie dann, Hagar und Ismael, die Lagerfeuer. Sie riechen das gute Grillgut, das auf dem Grill liegt. Und sie haben nichts mehr, außer Brot und Wasser. Und das wird immer weniger, bis sie zum Schluss nichts mehr haben. So überlegt ihr das mal. Was ist das für ein Leben? Von privilegierter Position zu gar nichts. Und Gott sagt, es ist in Ordnung, schick sie weg, weil sie so unaushaltbar sind. Was mir das zeigt, ist Folgendes. Du musst dich des Segens, den Gott dir gibt, auch würdig erweisen. Hagar und Ismael haben sich dessen nicht würdig erwiesen. Deswegen wurden sie fortgeschickt. Du willst nicht aus deinem Segen fortgeschickt werden. Sag mal jemand Amen. Also, erweis dich deines Segens würdig, damit du nicht plötzlich mit Einbußen, mit denen du nicht gerechnet hast, rechnen musst. Mit einem Totalverlust deiner Existenz. So, was passiert jetzt? Wie geht es jetzt weiter?
Sieht jeder halt so aus, sie tigert um das Lager herum, kommt aber nicht hinein. Sie geht ein paar Kilometer weit weg und irgendwann ist das Wasser alle, irgendwann ist das Brot alle und irgendwann sticht die Sonne runter und es ist heiß. Und sie haben kein Wasser mehr und kein Brot mehr und der Bub, der nölt und mault die ganze Zeit, will was zu essen und zu trinken und es gibt nichts und sie schleift ihn mit. Sie irrt in der Wüste umher, sie verflucht Abraham, Hagar, sie verflucht Sarah, sie schüttelt die Faust auf den Pharao, ja, der sie denen gegeben hat. Und sie ist auch sauer auf Gott, ja. Und auf den Ismael natürlich genauso, weil der ist ja schuld an ihrer Misere. Mensch, hättest du dich ordentlich beneuen? Und irgendwann geht es dann nicht mehr weiter, sie zerrt das Kind sich nach, sie nimmt den Buben und wirft ihn, steht wirklich in der Bibel, wirft ihn unter einen der Sträuche, die da sind. Dann geht sie einen Bogenschuss weit weg und setzt sich hin und weint bitterlich. Ich kann das Sterben des Jungen nicht mit ansehen. Und dann flennt sie los und sie schimpft mit Gott und sie schimpft und flennt und macht. Sie fühlt ihr Leid ganz akut und ich garantiere, dass sie betet auch, aber sie dringt nicht durch. Das ist ein wichtiger Punkt, was jetzt kommt. Sie dringt nicht durch. Sie fühlt, sie flennt Rotz und Wasser, sie betet, aber sie betet im Fleisch. Sie betet aus Selbstmitleid heraus. Sie betet nicht im Glauben. Schaut Jahre vorher, im 1. Mose 16, ich habe es ja schon erwähnt, da ist der Engel ihr erschienen, vor 16 Jahren, ja, und hat zu ihr gesagt, aus Ismael werden viele Nachkommen hervorkommen. Dieses Wort hat sie vollkommen vergessen, vollkommen abgehakt. Sie lebt nicht mehr im Wort, sie lebt nicht mehr im Auftrag Gottes. Schau, als sie verstoßen wurde, hätte sie sich hinsetzen müssen, hätte sagen müssen, okay, jetzt mal langsam. Ich habe doch von Gott selber ein Wort bekommen. Aus Ismael, aus meinem Sohn, werden ganze Völkerschaften kommen. Also wir haben eine Zukunft, wir haben eine Zukunft. Herr, danke, dass wir eine Zukunft haben. Wir sehen jetzt keine Zukunft. Wir haben jetzt mit einem massiven Wohlstandsverlust zu tun. Aber ich sage einfach trotzdem Danke, Herr. Das wäre Glaube gewesen. Herr, du führst uns jetzt weiter. Ich sehe keine Möglichkeit, aber du bist der Gott, der einen Weg macht in der Wüste. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn sie so geredet hätte sie sich in die richtige Richtung bewegt. Dann hätte Gott sie auch gehört. Aber so beschwert sie sich nur, so schimpft sie nur, so nölt sie nur, so heult sie nur. Selbstmitleid, nicht Glaube. Es tut sich nichts. Es tut sich nichts. Schau, es ist wichtig, dass du, wenn du betest, Gott sein Wort präsentierst. Herr, du hast gesagt, aus dem Buben werden viele Menschen hervorkommen. Der braucht halt seine Familie und dann kann er nicht einfach so hier jetzt sterben. Herr, leg los. Gott hat auch zu dir Sachen gesagt. Er hat dir ein ganzes Buch voller Verheißungen gegeben, die dir jetzt bei Gelegenheit dem Herrn präsentieren musst, sagen musst, was du von ihm willst. Schau, wenn du in dieser Zeit, wenn du solche Verluste erlebst, wenn du dich dann hinsetzt und so flennst und heulst wie die Hagar, dann wird es nichts mit dir. Okay, du gehst dann wirklich ein. Das ist aber nicht Gottes Wille für dich. Es passiert aber noch was. Es passiert noch was. Ich lese es euch vor. So setzte sie sich gegenüber hin, einen Bogenschuss weit weg, erhob ihre Stimme und weinte. Und jetzt Vers 17. 1. Mose 21, 17. Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Ismael betet. Und noch besser, Gott hört. Der Wildesel, derjenige, der den Bub getriezt hat, der Grund für die Misere, der betet und Gott hört. Es gibt Hoffnung auch für dich und mich. Es gibt Hoffnung auch für uns Wildesel. Mann, bin ich froh. Gott hört. Gott, sag mal, Gott hört. Auf Hebräisch Ismael. Ja, Gott hört. Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Der hat so gebetet, dass Gott ihn gehört hat. Wie ging das zu? Der lag da halb bewusstlos unter dem Baum. Gott. Ich glaube an dich. Mein Vater Abraham, der hat mir von dir erzählt, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du langsam zum Zorn bist und groß an Güte. Der Vater hat mir erzählt, wie du ihn gerettet hast in so vielen schwierigen Situationen. Jetzt ist so eine schwierige Situation. Gott meines Vaters Abraham, jetzt rufe ich dich an. Helf mir, helf mir. Und Gott hört. Sag mal nochmal, Gott hört. Gott hört. Gott hört. Gott hört den Schuldigen.
der sich hier durchringt und Gott um Hilfe bittet. Da rief der Engel Gottes, der Hagar vom Himmel zu. Er spricht nicht zum Buben, er spricht zur Mutter. Fand ich auch interessant. Du betest und Gott spricht nicht zu dir, sondern zu jemandem anderem, dass der dir hilft. Hast du das gehört? Hey, klingt gut, oder? Nur, hör mal, nur weil du jetzt gebetet hast und sich nicht gleich etwas getan hat, heißt nicht, dass sich nichts getan hat. Gott spricht gerade über dich mit jemandem, der dir helfen wird. Oh, happy day. Da rief der Engel Gottes, der Hagar, vom Himmel zu und sprach zu ihr: Was ist dir, Hagar? Auf Deutsch, was ist denn los, Hagar? Als ob das nichts wäre. Ja, Herr, ich bin gerade rausgeworfen worden, ich habe weder Wasser noch Brot, Herr, wir stehen voll auf dem Schlauch. Und er sagt: Jo, und fürchte dich nicht, sagt er weiter. Fürchte dich nicht, denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört, dort, wo er ist. Gott sagt nicht, Gott hat dich gehört. Er sagt, er hat die Stimme des Jungen gehört. Wenn ich Hagar gewesen wäre, das hätte mir zu denken gegeben. Da bete ich und flenne und mache alles und es interessiert Gott überhaupt nicht. Nee, Gott interessiert Glaube. Okay, und nicht Emotionen. So ist es. Gott hat die Stimme des Jungen gehört, wo er ist. Steh auf, nimm den Jungen und fass ihn mit deiner Hand. Jetzt muss sie die Initiative ergreifen. Schau, bisher war sie immer die Dienerin, die immer machen musste, was die Chefin gesagt hat. Jetzt plötzlich ist sie selber Chefin. Und es ist ganz anders, als sie gedacht hat. Als Chefin bist du für alles verantwortlich. Und Gott sagt zu ihr: Nimm den Buben, gerade hast du ihn weggeworfen, nimm ihn bei der Hand, du willst ihn loswerden, nimm ihn, der ist schwierig und ein Wildesel und schwierig, nimm ihn trotzdem an, nimm ihn an der Hand. Und wenn sich die Gelegenheit gibt, dann red intelligent mit ihm und erzähl ihm von Gott und mach ihn vertraut damit, mit dem Gedanken, dass Gott ihn für gute Taten belohnt und für schlechte bestraft. Für gute Taten belohnt. Schau, es gibt, habe ich schon erwähnt, 1. Korinther 3, du kannst Gold, Silber, edle Steine, aus denen bauen und Holz, Heu, Stroh, aus denen kannst du auch bauen. Habe ich das schon erwähnt? Das war im ersten Gottesdienst sein. Ich habe angefangen, das zu erwähnen. Das Fundament ist Jesus, was du darauf baust. Das Baumaterial, Holz, Heu, Stroh, Gold, Silber, edle Steine, also gute Taten oder schlechte Taten, liegt bei dir. Eines Tages kommt Gott, schaut dein Lebenswerk an und der Engel hält den göttlichen Flammenwerfer drauf. Und dann bleibt nur noch das übrig, was aus Gold, Silber und edlen Steinen ist. Holz, Heu und Stroh wird verbrannt sein. Aber du, sagt der Herr, wirst gerettet werden. Also wenn du Christ bist, bist du auf der sicheren Seite, bist du gerettet. Aber du willst ja auch was davon haben. Nein, dass du mit dem Herrn gegangen bist. Amen. Okay, gut, machen wir weiter. Steh auf, nimm den Jungen, fasse ihn mit deiner Hand. Wirf ihn nicht weg, sondern fass ihn mit der Hand. Denn ich will ihn zu einer großen Nation machen. Jetzt wiederholt er, was er schon gesagt hat. Er gibt dir Hoffnung, er gibt dir Zuversicht, er gibt dir einen Plan. Deine Aufgabe, Hagar, ist jetzt die Ausbildung dieses Buben. Die Erziehung. Er ist dein Projekt. Und jetzt passiert noch was, pass mal auf. Und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Der Wasserbrunnen war die ganze Zeit da. Warum hat sie den nicht gesehen? Warum hat Gott ihr die Augen öffnen müssen? Weil sie mit ihrem eigenen Selbstmitleid beschäftigt war, mit ihrem Elend, mit ihrem Verlust, mit ihrer Trauer, mit ihrem Zorn, mit diesen Dingen war sie beschäftigt und das war entsprechend laut. Als er dann endlich ruhig geworden ist, nachdem Gott zu ihr gesprochen hat, hört sie das Plätschern von Wasser und sie denkt sich, höre ich richtig? Da plätschert doch was. Und sie geht rüber und Gott öffnet ihr die Augen und sie sieht tatsächlich eine Wasserstelle. Sie sieht einen Brunnen, sie sieht einen Wasserbrunnen, eine Quelle ist da. Sie nimmt sofort, also Hoffnung, ja, es geht aufwärts. Schau, pass mal auf, wenn du im Glauben betest, wie Isaak das getan hat, dann gehen deinen Mitarbeitern die Augen auf. Und dann tun sich plötzlich Öffnungen, dann tun sich Türen auf, dass es weitergeht und im Segen weitergeht. Ist es gut oder ist es gut? Ich würde mal sagen, das ist spitze. Die Mutter nimmt sofort, macht den Schlauch voll mit Wasser, damals gab es Trinkschläuche, und hat dem Buben was zu trinken gegeben. Versetz dich auch mal in die Situation von Ismael. Stell dir das mal vor. Du bist gerade von deinem Vater, der dich heiß und ihn nicht liebt, rausgeworfen worden. Und jetzt bist du mit der Mutter, zornigen Mutter, durch die Wüste getappt.
Und jetzt geht es dir wirklich elend. Du hast Hunger, du hast Durst, du hast Schwierigkeiten mit dir selber, bist in der Pubertät und so weiter. Ist alles ätzend, schwierig. Und jetzt liegst du da halb bewusstlos unter dem Dornstrauch. Und der Vater ist weg und die Mutter, die hatte ich ja hingeworfen hier, die geht jetzt auch weg. Du hörst sie schimpfen und ihr Schimpfen wird leiser, weil sie sich wegbewegt vor dir. Und jetzt liegst du da unter diesem Strauch und bist ganz allein. Verlassen von Vater, verlassen von der Mutter. Du hast nichts mehr und niemanden mehr. Kaum noch Kraft, irgendwas zu machen. Du hast nur noch einen, Gott. Und in dem Moment betet er. Ich habe es gerade schon erwähnt. Und Gott wendet ihm das Schicksal. Auch wenn du vollkommen auf dem Schlauch stehst, wenn gar nichts mehr geht, wenn du niemanden mehr hast, die Familie sich gegen dich gewendet hat, du die Arbeit verloren hast, wenn alle sagen, mit dir wollen wir nichts zu tun haben, hast du immer noch Gott. Vielleicht hat Gott ja dich dorthin gebracht, in diese Position, damit du dich endlich in deiner Halsstarrigkeit und Wildeselhaftigkeit an ihn wendest. Und dann ist er da. Okay? Und die Mutter flößt ihm also jetzt was zu trinken ein. Ismael lebt auf, die Mutter ist noch da. Ist ja wunderbar. Naja, der Vater ist auch nicht ganz aus der Welt. Es gibt wieder was zu trinken, wunderbar. Und jetzt übernimmt Hagar das Ruder. Was macht sie jetzt? Sie hat eine Einkommensquelle entdeckt, nämlich diese Quelle. Und sie haut ein Schild an den Wegesrand dort in den Boden hinein, auf dem draufsteht Hagars Wasserloch. Ja, und die durstigen Karawanen, Kameltreiber und so weiter, die kommen vorbei und denken sich, ja, das sieht so ein bisschen billig aus, bestimmt günstig. Kann man hier günstig Wasser kriegen? Kann man. Kann man auch günstig übernachten? Kann man. Und auf diese Art und Weise macht die hier eine Herberge auf quasi, versteht ihr? Verkauft das Wasser, das Gott ihr gefunden hat, das Gott ihr gegeben hat, für das Gott ihr die Augen geöffnet hat. Jetzt plötzlich ist sie selber Chefin, jetzt weiß sie, was das alles bedeutet, wenn man Chefin ist. Und ihr Bub, der wächst heran und er lebt in der Wüste Paran. Das ist der nördliche Sinai, ziemlich wüst. In anderen Worten, er schließt sich den Menschen nicht an. Warum? Weil er einfach mit den Menschen nicht besonders gut harmoniert. Es muss einfach akzeptieren, dass manche halt einfach so sind. Das sind keine Stoffel, die sind so, die können es nicht besser. Ja, da müssen dann auch wir Geheiligten, ihr wisst schon, wir diejenigen, die wirklich im Geist unterwegs sind, wir müssen dann halt sagen, ja gut, Gott segne ihn, ja, aber so ist er halt. Und ihn dann lassen, Abstand. Und er zieht sich dann von selber zurück in die Wüste. Und er wird ein Bogenschütze. Ich habe mir gedacht, schau an. Der wird ein Bogenschütze. Seine Mutter hat sich doch einen Bogenschuss weit weggesetzt von ihm, erinnert euch? Und jetzt wird er ein Bogenschütze. Ich sage euch mal eins. Ismael hat seine Mutter noch oft getroffen. Es war oft nicht leicht mit ihm. Okay. Und er wurde ein Bogenschütze. Als Bogenschütze bist du allein unterwegs. Als Jäger bist du allein unterwegs. Als Jäger brauchst du keine anderen Leute um dich herum. Jeder andere stört da. Denn du verschmilzt ja mit dir und der Umgebung. Ja? Hast vielleicht noch eine Tarnsocke drüber gezogen und sitzt jetzt da. Und da kommt dann das Wildschwein an und dann bewegst du dich. Irgendwann bewegst du dich, aber nur minimal. Ja? Versteht ihr? Setzt allerdings Kräfte frei, dass es das Wildschwein umhaut. Ja? Und dann kannst du dich wieder normal bewegen, weil dann ist alles in Ordnung. Ein Bogenschütze. Wenn du Bogenschütze bist, dann legst du keinen Wert darauf, dass jemand anders mit dir dabei ist, als um dich herum ist. So, der war ein bisschen so ein Typ. Aber seine Mutter, die ja selbst jetzt zu einem gewissen Wohlstand gekommen ist, jetzt war sie selber Chefin und jetzt hat sie ihre eigene Firma hochgezogen und jetzt kann sie sich selber was leisten. Jetzt ist sie nicht mehr von Abraham und seinem Luxus abhängig. Jetzt hat sie sich selbst was erarbeitet. Ja, es war schwierig. Ja, sie musste die Zähne zusammenbeißen. Aber Gott war mit ihr. Es heißt übrigens auch von Ismael, Gott war mit dem Jungen. Heißt so. Heißt wirklich. Es heißt, Gott war mit ihm auch über Josef zum Beispiel. Ismael und Josef sind in derselben Kategorie. Ihr wisst schon, Josef, der dann zum Herrscher Ägyptens geworden ist. Ja, Gott war mit denen. Schau, Gott ist auch mit Wildeseln. Gott ist mit Leuten, die so sind, wie sie sind, wenn sie die beste Version ihrer selbst sind. Also
Er segnet nicht Stinker, die stinken, sondern Stinker, die an sich arbeiten, dass sie nicht gar so sehr nerven. Versteht ihr, was ich meine? Und er gibt dir dann deinen Ort, an dem du aufblühen kannst und so. Das macht Gott tatsächlich. Und die Mutter, die einen gewissen Ehrgeiz hatte, die Hagar, die hat dann nach Ägypten geschickt und hat ihm von dort eine Frau bringen lassen. Ägypten, ein Zentrum der Kultur von damals. Sie hat ihm eine kultivierte Frau gesucht, sodass also Ismael zum Schluss auch eine gewisse Kultur bekommen hat. Ja? Und sie hat noch was ganz, ganz Gutes gemacht. Sie hat Ismael nicht dazu erzogen, dass er seinen Vater hasst. Der Vater hat uns rausgeworfen seinerzeit. Alle Männer sind schlecht, bis auf dich natürlich. Ja, trau niemanden. So Zeug hat sie nicht gebracht, sondern sie hat Abraham in Ruhe gelassen. Sie wusste, sie ist selber an ihrem Elend schuld und Ismael ist auch an seinem Elend schuld. Abraham ist ein guter Mann, lassen wir ihn einfach. Sie hat über den Vater, der nicht da war, nicht gehetzt. Hast du das gehört? Schwierig für manche. Ja. Aber der Vater, der nicht da war, der wurde nicht beschimpft, sondern man hat einfach gesagt, hey, Gott füllt den Mangel aus. Und Gott hat es auch gemacht. Gott hat es auch gemacht. Halleluja. Und zum Schluss ist es dann so, dass Ismael und Isaak sich wieder treffen und gemeinsam ihren Vater Abraham beerdigen. Offensichtlich hat Ismael seinem Vater den Rauswurf nicht übel genommen. Und Ismael und Isaak haben sich zusammengefunden und sich dann auch wieder getrennt. Ja. Aber sie konnten miteinander ihren Vater beerdigen, es war alles in Ordnung. Sie haben sich versöhnt gehabt miteinander. Das ist gut. So, wenn du also die Situation hast, dass du mit plötzlichem Wohlstandsverlust zu tun hast, es ist nicht das Ende. Zunächst einmal wirst du in Ewigkeit von Gott für die guten Taten belohnt, die du tust. Deswegen tu so viel, wie du nur kannst. Und zweitens, Gott gibt dir auch im Natürlichen eine neue Möglichkeit. Okay? Er gibt dir eine neue Geschäftsmöglichkeit. Er wird dir weiterhelfen. Er wird dich nicht untergehen lassen. Er wird dich segnen um Jesu Willen. Ismael wurde gesegnet um Abrahams Willen. Ich werde ihn segnen, sagt Gott zu Abraham, um deinetwillen, weil auch er dein Sohn ist. Ich werde ihn segnen. So sind du und ich gesegnet wegen Jesus. Okay, weil wir ihn angenommen haben, weil er in unserem Leben die Hauptfigur ist. Deswegen segnet Gott auch uns und öffnet uns die Türen und er zeigt uns Wasserquellen, an denen wir bisher vorbeigegangen sind, um uns zu segnen. Gott hat Segen über dich bestimmt. Amen. Okay, jetzt letzter Satz. Ein momentaner Wohlstandsverlust, der lässt sich nicht immer verhindern, aber tu Gutes und Gott wird dich in Ewigkeit belohnen. Finde ich gut. Amen. Halleluja. Lass uns beten miteinander. Herr, du siehst die großen Schwierigkeiten, in denen manche von uns sind, und zwar aus eigener Schuld. Vater, vergib uns unsere Torheit, vergib uns unsere Dummheit. Vater, vergib uns unser anmaßendes, unverschämtes Handeln, unsere törichten Worte. Vater, vergib sie uns. Vater, sie tun uns leid und wir wollen, dass du uns vergibst. Und Vater, wir bekennen, dass wir in unserer Wildeselhaftigkeit dich brauchen, Herr, als stabilisierenden Faktor in unserem Leben. Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, komm in unser Leben und mach uns stabil und gib uns ein neues Leben. Und wenn du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, dann hast du jetzt die Gelegenheit. Lass uns einfach miteinander beten. Ich bete und ihr sagt es mir nach. Sag mit mir, Vater Gott, ich glaube an Jesus. Dass er für mich gestorben ist und dass er für mich auferstanden ist. Herr Jesus, komm in mein Leben. Gib mir ewiges Leben. Mach mich neu. Und Herr, ich danke dir, dass du niemanden abweist, auch keinen Wildesel. Ich danke dir, Herr, für das Geschenk des ewigen Lebens. Ich empfange es. Jetzt schnaufst du tief ein und jetzt bist du ein Kind Gottes. Halleluja. Amen.